Und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Ja, in der letzten Folge, ich weiß gar nicht, was haben wir in der letzten Folge gemacht. Wir haben Ashley besucht und wir haben noch ein paar Leute abgegrast hier auf der Citadel, die hier so rumgondeln. Ach ja, genau, wir haben ja mit diesem Typen da gesprochen, von dem ich den Namen schon wieder vergessen habe. Wie hieß denn der? Der wird jetzt auch gar nicht mehr angezeigt. Das ist immer sehr gut. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier noch den Docks Wartebereich. Kelly Chambers, Garrus und Dana Vosk warten dort auf uns, deswegen würde ich sagen, gehen wir mal in den Docks Wartebereich und checken dort ab, was dort so los ist. Ja, mit dem Ladebildschirm immer schön nett anzusehen. Was? Lauf. Ah, hier kann man schon irgendwas machen. Hören wir mal hin. Sagen Sie Ihren Freunden, Sie sollen Ihr Schiff aus der Andockbucht manövrieren. Warten Sie bitte. Meine Familie ist an Bord. Lassen Sie hier, sie komm, Flüchtlinge unterstützen. Können Sie nicht doch noch ein paar Leute mehr unterbringen, Officer? Und wer zum Teufel sind Sie? Oh, Commander Shepard. Ja. Wenn Sie dieser Ansicht sind, dann werde ich einen Platz für Sie finden. Gut. Meine Familie kann also... Commander Shepard hat Ihre Familie die Freigabe erteilt. Aber Sie sollen sich beeilen. Ich danke, Commander. Vielen Dank. Ja, macht 5 Euro. Ist gut. Dann haben wir das auch schon mal geklärt, dann gucken wir uns hier mal weiter um. Hier ist aber so gesehen jetzt nichts weiter, außer irgendwelche komischen Gestalten. Und ich glaube, hier können wir auch mit niemandem weiter reden. Also gehen wir mal ein bisschen weiter nach hinten. Können wir mit dir reden? Nein, mit dir können wir reden, mit dir will ich aber nicht reden, ich mag dich nicht. Verzeihung, wie war gleich nochmal Ihr Name? Klaus. So. Dann haben wir hier... Auf jeden Fall, hier sind noch... Ja, hier haben wir vielleicht höhere Chancen, mit jemandem zu reden. Zum Beispiel hier mit Kelly Chambers. Wer auch immer du bist. Human Kelly Chambers. Shepard, Sie sind's. Ich könnte Sie umarmen. Dann mach's doch. Siehst du? Freut mich auch, Sie zu sehen. Oh, wer auch immer du bist. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ohne meine Cerberus-Kontakte wusste ich nicht, ob Sie die Invasion überlebt haben. Sie sind nicht mehr bei Cerberus? Die Arbeit mit Ihnen hat mir die Augen geöffnet und ich habe lange über Cerberus nachgedacht. Ich konnte nicht guten Gewissens bleiben. Sie haben mich zum Gehen inspiriert. Ja, komm doch mit. Kommen Sie zur Normandy zurück. Nichts täte ich lieber. Bitte glauben Sie mir das. Aber ich kann nicht. Warum nicht? Die Entführung durch die Kollektoren... Ich durchlebe das jede Nacht. Joker läuft raus. Eine kalte Hand zieht mich zurück. Sie sind über mir. Um mich herum. Sie stecken mich in einen Sarg. Und ich bin erleichtert. Sie berühren mich nicht mehr. Aber es ist eng. Keine Luft zum Atmen. Ewig lang. Ich... habe Menschen schmelzen sehen. Oh Gott. Hey, alles gut. Ich bin okay. Aber ich kann nicht mehr auf die Normandy. Tut mir leid. Ach, Manu. Schon gut. Und selbst wenn ich könnte, sollte ich nicht. Ich bewege hier etwas. Endlich lohnt sich mein Psychologiestudium. Ich kann Leuten in Zeiten wie diesen helfen. Okay. Ja, aber wechsel deine Identität. Ich denke mal, das wäre schon besser. Vorsicht mit Cerberus. Ändern Sie Aussehen und Namen. Besorgen Sie sich einen neuen Pass. Das kostet Zeit. Und die Leute hier brauchen meine Hilfe. Tun Sie es, Kelly. Okay. Wenn Sie es für nötig halten. Tue ich. Es freut mich, dass Sie mich gefunden haben. Jetzt passt wieder alles. Oh, ich muss gehen. Bitte seien Sie vorsichtig. Alles. Oh, die ist jetzt aber schnell verschwunden. Wo ist sie hin? Toll. Gut, dann hat sich das auch schon mal erledigt. Wir haben ihr einen kleinen Rat erteilt. Gucken, ob es ihr jetzt hilft oder nicht. Da ist noch jemand, mit dem wir reden können. Und das machen wir natürlich auch. Gleich. Erstmal hier alles abchecken. Überprüfen wir mal die Medigel-Vorräte.
Oh, ein Shepard vor ihm. Und haben wir schon was vom Krankenhaus gehört? VI-Modell 187 AGB, Commander Shepard. Bleiben Sie dran. Einige der Verwundeten haben nicht mehr viel Zeit. Eine Demonstration für dieses Modell freischaltet. Okay. Bist du Verkäufer? Du bist Verkäufer. Haben Sie eine Kopie einer Shepard VI? Meinen Sie die auf Basis des Kriegshelden? Wir haben sie gesperrt, nachdem ein Kind Limonade über der Hardware verschüttet hatte. Ich schalte sie frei, aber lauffähig ist nur die Demo-Version. Okay. Ach, Garrus, was ist los? Shepard. So nennt man mich. Was ist los? Der Rat nimmt unsere Verwundeten auf. Die können sonst nirgends hin. Wie schlimm ist das? Mehr Tote als Verwundete. 85% gefallen. Wir brauchen bald eine Leichenhalle. Reaper verursachen keine Fleischwunden. So schlimm. Sind die Verluste so hoch? Ich glaube, unsere Fronteinheiten werden in Zugstärke auf einmal ausgelöscht. Ein einziger Reaper vernichtet 9 oder 10 mit einem Angriff. Das ist kein Krieg. Das ist ein Gemetzel. Jo. Die Reaper sind nicht umsonst so gefürchtet. Und wir wissen jetzt warum. Tun Sie Ihr Bestes für sie. Ein paar kommen sicher wieder auf die Beine. Aber der Rest? Mehr als Mitgefühl haben wir nicht. Was Neues von Ihrer Familie? Nein, aber ich hoffe weiter. Was ist mit Ihnen? Auch erste Verschleißerscheinungen? Nö. Ja, eigentlich geht's uns gut, ne? Aber wir sind ja betroffen. Ganz ehrlich, es war hart. Vergessen Sie bloß nicht, Luft zu holen. Der Krieg ist längst nicht vorbei. Ja, das war auf jeden Fall Garrus. So, ich quatsch noch mal mit der Shepard vor ihm. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Commander Shepard, Allianz Navy. Toll. Wirklich, ich hätte mir jetzt ein bisschen mehr erwartet, dass er jetzt hier uns die übelste Geschichte zu erzählen hat. Aber dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als mit Dana Vosk zu reden. Wow. Arya hat nicht geflunkert. Der große Commander Shepard an einer Leine. Ich habe eigene Gründe, dass ich hier bin, Voske. Aber natürlich. Wie auch immer, sagen Sie ihr, ich sei beeindruckt. Aber um Geschäfte zu machen, muss erst mein kleines Problem gelöst werden. Und das wäre? Ein turianischer General namens Oraka hat es auf die Blue Suns abgesehen. Er beschwert sich massiv über unsere Aktivitäten in diesem Sektor. Sobald Oraka tot ist, kann Arya über meine Leute verfügen. Los, spuck aus jetzt, was du hier zu sagen hast. Hinter Orakas Beschwerden steckt doch bestimmt mehr. Wir machen lediglich kleine Überfälle entlang der Handelsrouten. Mit Arias Zustimmung übrigens. Oraka ist nichts als ein militärisches Fossil, das aus dem Ruhestand zurückgekehrt ist, um die glorreichen Tage wieder aufleben zu lassen. Und seine Existenz zu rechtfertigen. Sein Verlust schadet ihrem Krieg nicht. Aber die Dienste der Blue Suns, nun, sie wissen ja, wie wir arbeiten. Tja, mach ich aber nicht. Sie glauben wirklich, ich würde einen turianischen General liquidieren? Arya scheint es zu glauben. Warum hätte sie sie sonst hergeschickt? Sie kannte den Preis. Klären Sie das untereinander. Und, sagen Sie Arya, dass ich immer noch mit ihrem blauen Hintern in meinem Bett rechne. Was gibt's denn, Shepard? Wussten Sie davon? Könnten Sie etwas präziser sein? Dana Voske erwartet, dass ich General Oraka töte. Wen interessiert, was Voske will? Oraka muss doch nur damit aufhören, seine Aktionen zu stören. Ich dachte, wenn Sie mit Oraka reden, können Sie ihn dazu bringen, dass er sich zurückzieht. Und wenn er nicht vernünftig wird, rufen Sie mich und ich kümmere mich darum. Das ist eigentlich schon dasselbe. Ich sehe da keinen Unterschied. Der Unterschied ist, dass ich Ihnen die Chance gebe, sein Leben zu retten. Klar. Und warum haben Sie mir das nicht selbst gesagt? Weil Voske Sie persönlich sehen musste, um zu erkennen, mit wem er es zu tun hat. Außerdem könnte ich es nicht ertragen, wenn mir der Dreckskerl nochmal auf die Titten starrt. Dann würde ich ihn nämlich umbringen. Ja, er hat erwähnt, dass ich mit ihm schlafen werde. Wir haben alle unsere Wahnvorstellungen. Okay. Das war schon etwas aufschlussreich. Naja, nicht wirklich. Wir sollen auf jeden Fall den General Oraka töten.
Und da bin ich auf jeden Fall mal ganz dezent dagegen. Ich würde eher sagen, wir versuchen ihn zu retten. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Schauen wir auf jeden Fall mal nach. Hier können wir jetzt, glaube ich, nichts weiter machen. Wir sind dann mit der Etage auch durch. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal zurück zum Fahrstuhl, werfen einen Blick auf die Karte, was denn auf den anderen Etagen noch so abgeht. Und dann gibt's auch wieder Action, weil es wird langsam mal Zeit hier. Wir sind ja die ganze Zeit nur auf der Citadel, was eigentlich ganz spannend ist. So, Garrus haben wir gesprochen. Hier mit General Uraka müssen wir dann noch sprechen. Hier waren wir schon. Im Krankenhaus waren wir auch schon. Und in den Botschaften haben wir auch noch einiges zu klären. Eigentlich, ja, doch. Und bei dem Dog war dann auch nichts. Okay, wir gehen erstmal zu den Citadel-Botschaften, würde ich sagen. Checken da mal die Lage bei diesen drei werten Herren und Damen. Was da überhaupt so abgeht. Wer bist du denn zum Beispiel? Ja, ich habe schon einmal mit Ihnen gesprochen. Ich begreife die Lage durchaus. Natürlich lese ich täglich die Namen der Gefallenen, aber... Bitte. Bitte, eine Fortsetzung der Suche könnte für meine Familie ein Leben in Frieden bedeuten. Aha. Wird jemand im Einsatz vermisst? Mein Sohn Bilal. Und die Bürokratie hat offensichtlich kaum Mitgefühl. Ich bin Botschafter Dominik Osoba. Der Trupp meines Sohnes kehrte von einer Mission auf Benning ohne ihn zurück. Sie trinken im Flux, sehen mir aber nicht in die Augen. Ich bezahle für jede Information. Falls Bilal noch lebt, wollen wir ihn zurück. Falls nicht, können wir beginnen, ihn zu betrauern. Wenn ich was finde, gebe ich Bescheid. Danke. Dadurch komme ich in jedem Fall... etwas zur Ruhe. Okay. War auf jeden Fall eine interessante Information. Wir werden natürlich selbstverständlich so versuchen, seinen Sohn wiederzufinden. Und dazu müssen wir dann natürlich wahrscheinlich mit den Typis da, die da gefeiert haben im Club, von dem ich den Namen vergessen habe, weil ich übelst vergesslich bin. Das ist total schlimm heute, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht so ganz so viel geschlafen habe. Das tut mir jetzt nicht leid, weil es halt passiert und jetzt werde ich schon wieder bei Facebook zugespammt, aber es ist mir egal, weil ich habe jetzt keine Zeit. So, Commander Bailey, sag was. Was verschafft mir die Ehre? Reden wir über die Freilassung von Jonas Sedaris. Sie auch? Jemand hat den Rat dazu gebracht, sie freizulassen. Ich verzögere das gerade. Was haben Sie damit zu tun? Das ist geheim. Sagen Sie doch gleich, dass es mich nichts angeht. Was hast du denn? Ich lasse diese Psychopathin jedenfalls nicht frei. Sie ist instabil und ganz klar eine Bedrohung. Na, da möchte ich noch ein paar Hintergrundinformationen. Warum halten Sie sie für verrückt? Sie war eine üble Sadistin, bis sie ergriffen wurde. Die Haft hat sie völlig wahnsinnig gemacht. Vielleicht hilft ihr die Freiheit. Sie wütet rund um die Uhr, Shepard, und verlangt den Tod aller Feinde von Eclipse. Nein, in Freiheit würde sie töten, sonst nichts. Nun, dann quatsch mal vorher mal mit ihr. Ich will zu ihr und das selbst beurteilen. Klar, Sie geben mir bestimmt recht. Vielleicht hört dann der Rat auf Sie und setzt den Befehl aus. Vielleicht. Mein Assistent im C-Sicherheit-Bezirksaußenposten stellt den Kontakt zu Sedaris her. Danach melden Sie sich wieder. Alles klar. Das war auf jeden Fall schon mal eine... ja... naja, so eine halbe Information. Das hat uns jetzt nicht so weitergebracht. Was macht die Tür auf hier? Wer bist du denn? Commander Shepard, John Dimbau, Special Tactics and Recon. Ich habe Informationen, dass hochrangige Hanar-Beamte indoktriniert sein könnten. Das ist eine schwere Anschuldigung. Was haben Sie? Beweise für einen Angriff eines Allianz-Teams auf eine batterianische Forschungsstation, die Reaper-Technologie studiert hat. Die Batterianer hatten Reaper-Technologie? Der Angriff endete in einem Massaker und die Menschen hatten am Ende nichts. Ein Stromausfall sollte den Vorfall vertuschen. Es hätte Krieg gegeben, wenn die Batterianer es rausgefunden hätten. Aber wieso belastet das die Hanar? Sie unterhielten geheime Handelsbeziehungen zu den Batterianern und haben die Allianz zu der Station geführt.
Wir vermuten, dass die Hanar-Agenten mit Batarianer-Tech entkommen sind. Laut ihren Berichten über die Reaper könnten sie bereits indoktriniert sein. Wer ist ihre Quelle für das alles? Ein Waffenhändler. Donovan Hawk. Unangenehmer Kerl, aber die Daten waren es wert. Na, da helfen wir doch. Und was soll ich dabei tun? Der Hanar-Agent ist jetzt ein Diplomat auf der Citadel. Ich kenne seinen Namen nicht. Und bei einer offiziellen Anfrage wird er untertauchen. Wir jagen ihn also. Ich verfolge verdächtige Übertragungen zur Hanar-Heimatwelt. Sie könnten mir helfen. Mal sehen, was ich im Spectre-Büro rausfinden kann. Danke, Shepard. Und noch was. Nicht jeder hat ihre Sorge wegen der Reaper angezweifelt. Ich hoffe nur, es ist nicht zu spät. Tja, das hoffe ich persönlich auch. Wo geht's denn hier hin? Spectre-Startbücher kann... Achso, dann sind wir hier im Spectre-Büro tatsächlich schon. Spectre-Terminal. So, Spectre-Zugangscodes können Datenschutzeinstellungen umgehen und auf die Finanztransit und persönlichen Daten aller Angestellten der Hanar-Botschaft zugreifen. Um das Auslösen von Überwachungsgegenmaßnahmen zu vermeiden, müssen die Daten direkt auf der Site aufgerufen werden. Navi-Punkte von Konsolen oder Zugangspunkten mit relevanten Daten werden auf dem Universalwerkzeug des Spectre markiert. So gut, wir lesen, dann lernen wir nochmal lesen bei Gelegenheit. Kein Problem. Die Techniker Gabriella Daniels und Ken Donnelly sind auf der Citadel in Haft, weil sie für Cerberus gearbeitet haben. Daniels und Donnelly haben sich friedlich ergeben, bevor die Normandy von der Allianz requiriert wurde und beharren darauf, sie hätte lediglich die Kollektoren und die Reaper bekämpfen wollen und unterhielten sonst keine Verbindung zu den Terrororganisationen. Ein Spectre-Befehl könnte Daniels und Donnelly voller Amnestie gewähren und sie an Bord der Normandy wieder in den aktiven Dienst nehmen. Das möchte ich auf jeden Fall, weil die waren ja im zweiten Teil, glaube ich, ziemlich coole Kollegen von uns. Die aktivieren wir auch mal. Willkommen, ist klar. Und die Informationen, die haben wir ja schon. Was ist hier? Spectre-Ausrüstung. Das sind die geilen Sachen, die wir uns nicht leisten können. Aber ich sehe auch gerade, das ist eine Schrotflinte. Gibt es denn hier kein Maschinengewehr oder so? Das wäre natürlich ein bisschen besser. Denn könnte man da vielleicht ein bisschen was machen. So, hier ist. Ach ja, hier war ja nichts. Das haben wir beim letzten Mal auch schon festgestellt. Wo ging es hier wieder? Nein, ich möchte. Ja, so wie beim letzten Mal. Ich möchte nicht zur Schießanlage. Weil wir haben hier genug zu schießen. Das muss jetzt nicht noch zusätzlich ein bisschen sein. Schießskills verbessern bringt sowieso nichts. Hier ist Odina. Mit dem reden wir dann auch nochmal kurz. Ich wollte gerade sagen, schläft der in Hain? Odina! Furzkorb, sag was! Shepard! Ach so. Okay, das hatten wir ja alles schon mal. Ich muss gehen. Ich werde hier sein. Ja. Sonst machst du ja nichts, Typ. Such den Job. Nehmen wir hier raus. Und dann haben wir die Etage auch wieder abgefrühstückt. Das heißt aber, dass auf den anderen. Falsche Richtung. Dass auf den anderen Etagen wieder ein bisschen was dazugekommen ist. Und da werden wir auf jeden Fall noch so ein bisschen was zu tun haben. Aber mir ist es halt wichtig, dass wir hier so viel wie möglich auf der Citadel klären, genug Informationen kriegen, weil desto mehr Quests haben wir dann am Ende auch auf der Weltkarte, um unsere Truppen zu erhöhen. Dann stehen wir hier wieder vom Fahrstuhl und wie es weitergeht, das erfahrt ihr dann natürlich in der nächsten Folge. Also macht's gut, bis dann und ciao!